Das macht mir so viel Spaß gerade, ne? Wollte einen Job wechseln. Aber noch eine Lampe nach rechts und links, oder? Nein, zu viele Lampen, FPS-Probleme. Ja? Ja. Okay. Ja, eine. Tower. Hast du die andere schon angeschlossen drüben? Ich bringe einen Generator gerade drüber. Ja, dem, du brauchst einen Sparkplug noch dafür, ne? Ich Ach, eine Zündkerze, ja, logisch. Logi. Liegt. Was machst du denn hier? Hm? Baustelle, Kollege. Vorarbeit. Ich habe mich schon gewundert, was macht der mit dem Mama, Junge? Arbeit. Ey, wir brauchen, ey, wir können einfach unter uns zocken, das reicht. Das ist lustig genug, Alter. Giffy, wo hast du denn die Lampe da oben platziert? Was erzählst du mich denn da? Siehst du sie nicht? Ich geh jetzt gucken, ne? Ich glaube du... Oh, Junge. Ich nehme sie in die Hand. Ich will sie richtig ranmachen. So. Ich habe sie umplatziert. Ich wollte sie nicht zu nah an dem Dings machen, weil sonst diese unten dieser Ständer rausgeguckt hätte. Leg hin. Mach du das einfach. Komm, jetzt will ich sehen, wie du sie aufstellst. Ob sie sie... Bin ich gespannt. Ja. Was, ja, was willst du? Genau so stand sie vorher doch auch. Ach so. Komischerweise sehe ich sie jetzt. Ja. Mysteriös. Ich glaube, ich schreibe mal Galileo an. Aber warte mal, ich sehe die auch nicht. Ja, und ich sehe nur die links. Top. Das braucht. Die andere war eben bei mir noch zusammengeklappt. Ich sehe nur die linke. Da frage ich dann Galileo. Ist gut, Rocky. Hast du Generator unten? Ja, ja. Wo ist die habt ihr angeschlossen? Hast du angeschlossen? Der Giffy hat die Kabeltrommel geklaut. Giffy. Ich hab sie nicht geklaut. Kannst du die Lampe oben anschließen mit dem Generator? Sie steht bei mir nicht. Ich schicke jetzt einen Screenshot. Nicht die Lampe, deine! Junge, wo willst du hin? Bin ich ich. Geh mal her, das Ding. Du musst den anderen Generator auch noch betanken. Wo ist die Kabeltrommel? Ich weiß es nicht. Wo ist die Kabeltrommel? Ich hab sie nicht. Guck den Link, den ich geschickt habe. Gut platziert. Ich hasse dich einfach nur. Guck Link, dann mal kusch. Es ist halt keine Ahnung. Los, wenn man jemanden basht, weil das Spiel verbuggt ist. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Oh. Sie auch? Jetzt nehmen wir mal ja, alle die sich auch. Oh, So. Mach mal bitte den Generator drüben an. Ja. Bin am Weg. Ich hab schon. Ich bin auch da. Jetzt kommen wir mal vor der Base. Ja. Das ist doch ja, schön. Ein Elektriker war da. Boah, Alter. Wie geil ist das denn? Memo. Boah, ui. Oder ganze Map beleuchtet, Alter. Geil. Das nenn ich einen Baustrahler. Geil. Boah, das sieht echt gut aus, ne? Ja, Mann. So. Okay. Wir müssen jetzt noch innen auch was bauen, wo ihr eure Zelte und sowas hin tun könnt, damit keiner mit Dietrich hier einbrechen kann und dann in eure Zelte reinwuseln kann. Und da kommen wir jetzt zu. Boah, sieht halt echt gut aus. Ja, Mann. Ist halt einfach nur absolut eklig schräg und davon die linke keiner. Seite ist so hässlich. Das liegt ja keiner. Ja, von da oben guckt ja auch keiner. Hallo. Das sieht aus, als würdest du den Idiot nach einem Kaffeebecher oder so greifen, Alter.
Also links hast du übelst verkackt, rechts ist richtig gut eigentlich. Ja, davon da oben guckt ja auch keiner. Deshalb ist der, aber die Tower sind auch, Tower sind gerade. Deshalb habe ich mich schon gewundert, warum ist denn eine Tower so schief? Egal, das sieht eh keiner. Eben. Aber es sieht gut aus. So, okay, jetzt lass uns mal zu so einem Military-Dings porten. Was für ein Military, was ist ein Military-Dings, Junge? Curtis, hör mir zu. Da muss guck halt mal. Nachher wieder jemand Temperatur bei mir messen. Wie geht das mit dem Porten jetzt? Teleport, dann... Du drückst Set und gehst auf Map. Und da, wo du hin willst, du kannst rauszoomen, dann machst du Doppelklick hin. Ah. Okay, jetzt muss ich erstmal suchen, wo sowas ist. Ah, ich weiß wo. Und zwar... Boah, sieht aber echt gut aus, ne? Ja. Aber der Güffi hat wieder was vergessen. Was habe ich die vergessen? Die Camo-Netze am linken Tower. Ja, mach die dran. Mach du dran, Scholli. Güffi, nicht. Wo war die? Kann nichts holen. Güffi ist jetzt sauer, weil ich den immer anmecker. Guck mal, aber du bist noch jung, du musst lernen. Nein, ich bin nicht sauer deswegen, aber weil die Spielmechanik nicht funktioniert, jemanden zu bashen, ist ja absolut unnötig, so weißt du. Und deswegen okay, tut mir leid. Ausrissen. Komm in meine Arme, ich streiche ein bisschen den Kopf. Nö. Komm. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Kannst du das Mila ihre Hand halten, ist kein Problem. Doch, nein. Ja, los, Scholli. Los. Güffi, komm mal raus. Ne, das geht leider nicht. Das wäre cool, wenn man zwischen komm, die Tower hin und her laufen kann. Ich mach Tarnnetze hin und du hilfst mir, die dran zu machen. Das meinte ich ja vor, wenn du da einfach so viele Tower nebeneinander gesetzt hättest und da einfach nur, also kein Dach drauf gesetzt hättest, dann weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber das geht nicht. Du musst dich hier reinstellen unten und dann kannst du immer aufziehen. Aber wir müssen den Platz ein bisschen mehr beleben. Das heißt, wir machen. Wir machen einfach hier Arbeit, eine Arbeit. Jetzt musst du wieder auf die nächste Etage. Oh. Du Tricks, Bro. Ich konnte nichts arbeiten. Weiße Zeug auf Boden von Himmel. Und hier. Das sieht absolut scheiße aus. Die Frage ist jetzt, sind das zwei einzelne Teile hier oder ist das ein ganzes? Ja, ich habe Duftkerze. Ah ne, hier ist unnötig, glaube ich. Hier sollte man nicht machen. Weg mit dem Tarnnetz. Ach so, Digga. Ein Fass kommt selten allein. Dixi-Klos. Dixi-Klos brauchen wir. Ja, aber das Objekt musst du erstmal finden. Und spawn bitte nicht wieder einfach irgendwas. Ne. Ich glaube, wenn ich den Nick jetzt nochmal anschreibe, mit kannst du restarten. Warte mal. Güffi. Ja. Warum ist denn hier keine Wand drin, aber da vorne ist eine? Ja, ich habe gefettfingert. Ich habe ihn immer gefragt, ob das okay ist. Er meint, jo, alles cool. Willst du da nur eine Wand reinbauen? Ich kann da noch eine Wand reinbauen, wenn du willst. Ja. Du musst doch mit mir sprechen. Du hast dich ja nur so schief angeguckt. Ein Fass in der Hand. Guck, Shorty hilft dir auch. Ja, Arbeit, Arbeit. Ein Euro. Gute Stunden Lohn. Und links, und rechts. Ja, geh weg, Shorty, das ist jetzt fertig. Ach, hier sind Camo-Netze jetzt übrig? Ja, die müssen wir rauslöschen. Wie auch immer. Dixi-Klos gibt's nicht. Also, ich habe nur diese normalen Aufstelltoiletten gefunden, aber die könnte man hinten in den Raum stellen. Theoretisch. Ja, und dann wir hast du irgendeinen da verhaftet und der rennt dann in eine Zelle mit dem Klo in der Hand rum. Ja, die kann man dann natürlich nicht abnehmen, weil er keinen Schraubenschlüssel in der ich Toilette hat. Ich glaube echt, dass die Tarnnetze ein bisschen FPS wegnehmen. Kleines bisschen. Nee. Noch. Überhaupt, also ich spüre gar nichts. Ich habe kleine FPS-Einbrüche, aber kann auch an mir liegen. Ich habe die Dinger tatsächlich nicht gefunden. Aber ich würde es schon feiern, wenn ich so ein Teil, wie ich gerade gespawnt habe, aus Versehen, ne? Wenn wir so eins nochmal über den Dings machen, da als Dach quasi. Über das gesamte Airfield. Nein. Hier nur in der Schleuse vorne. Meinst du, das kriegst du hin? Muss der Nick machen. Oh, Dixie Toilet. Ich guck mal eben.
Ne, ja, das ist aber kein Objekt, das man so platzieren kann. Schade. Du brauchst auch eine Küche, Lemba, ne? Ja, immer mit der Ruhe. Ne, ich wollte, das war nur eine Idee. Die ich meinst du, du kriegst wollte. So ein Netz? Ne, ne? Ja, da, das Ding ist halt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was der Platte hat, Mann. Guck mal, es gibt Camunet Shelter. Das hast du, glaube ich, gerade gespawnt, ne? Warte, zeig mal im Stream, lass mal gucken. Ne, das ist was anderes, das ist auch ein Item. Das ist aber was für euch, theoretisch. Ne, ja, aber das ist halt... Bruder, das kannst du... Ui. Oh, geil. Keine Ahnung, Alter, du kannst, das hat keine Kollision, nix. Ja, aber das könnte man für bei euch machen, theoretisch. Nee, das ist es nicht. Meine Güte. Warte, die Oma sagt Camo Box. Camo Box könnte sein, ja. Ui. Oh, das ist sogar ein Item. Das könnte sogar sein. Oh ja, das ist es. Oma, Oma ist die Beste, Alter. Ja, Mann. Oh mein Gott, Oma. Jo. Ja. Das haben wir ja, bei uns stehen. Ja. Aber wie baut man das wieder zusammen? Das war hier irgendwo, war der Punkt. Hier. Hier, ja. Ja, bei mir. Und auch. Das ist natürlich richtig sexy. So, das kann man ja in der Halle stehen. Ja, löscht, da kannst du löschen. Musst du, glaube ich. Nee, du. Oder fliegt das weg, schmeißt das ins Meer oder so, wenn du das nicht gelöscht kriegst. Aber das ergibt keinen Sinn. Hau rein! Have a great time! Nee, das macht keinen Sinn hier, das Ding. Das steht jetzt hier hinten am Airfield. Weil du hast eine Öffnung zu wenig. Was aber das ich, Junge? Das könnte man. Sehen wir, dann stell doch zwei aneinander, dass du so die Öffnungen hast. Ja, aber das bringt nichts. Nee, das geht nicht, oder? Nee. Das hat eine Wand zu viel. Jetzt kriege ich mein Inventar nicht mehr auf. Versuch mal zu boxen und so, da ging das von mir hinweg. Shorty. Ja. Warte. Kennst du den hier noch? Den Bart? Boah, ja, Mann. Mich jetzt. Ich muss meinen nächsten, meinen alten Charakter spielen, den ich gespielt hab. Nach Wipe. Prepper, wir bauen noch. Sorry. Was wir auch machen können, Denver, ist, ne? Die Türen hier. Ja. Auch nochmal zubauen. Dass ihr die öffnen könnt und dann könnt ihr die Zelte einfach ganz normal hier reinstellen. Weißt du, was ich meine? Da müssen wir hier drinnen noch nicht Dings. Sorry? Obwohl, ach, scheiß drauf. Nee, ich würde die, ja. Lass die auf. Lass die ruhig auf. Komm, ich flieg mal kurz eine Runde. Mach mal bitte. Lass dich erstechen. Ja. Woran sehe ich das, ob das ein Item ist oder nicht? Ich kann meine Inventar nicht öffnen. Das ist das Problem. Ah, okay. Mach Relock. Wie hieß denn der Helikopter, den du gerade geflogen bist, Giffy? MH Littlebird oder da so. Da steht in der Zeltstadt einer. Ich weiß aber nicht, ob das, ob der fliegen kann. Littlebird oder so heißt der. Ich habe keine Ahnung, wie man fliegt in Daisy, ne? Shift ist hoch. Ja, y, dat, ja wenn dat, dann ist das so wie Dings. Y ist runter, Q ist links drehen, E ist rechts drehen. Okay. Kann man den Riesenheli auch fliegen da? Ja, kann man. Da kannst du sogar rausschießen. Shift ist nach oben. Shift war nach oben, aber der musste erstmal richtig den Rotor drehen. Du stirbst, glaube ich, trotz Gottmode. Okay, das ist wahrscheinlich Seite. Ja, okay, Arme. Alter, wie schnell du hoch bist. Oh. Ja, bleib ruhig. Ganz macht, Digga. Wie ist der Hover-Mode nochmal? Das war immer X. Ah, hier, okay. Ja, ja.
Komm, Shorty. Ha? Ah, darf ich fliegen? Ich will fliegen. Okay, wo kann man Peng-Peng machen? Wir können... Wir müssen hier irgendwie reinkommen. Wir können wechseln in der Luft, Shorty. Ach so. Warte, ich gehe zuerst auf den Pilotensitz und dann wechseln wir einfach. Nein, ich will nicht in der Luft wechseln, dann stürzen wir ab. Ich bin noch nie geflogen. Komm, setz dich auf Beifahrer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit Curtis kollidieren. Die reagieren aber nicht so wie ein Armer, das ist ganz ekelhaft gerade. Ja, die reagieren eklig, ne? Ja. Aber geht schon. Also es ist okay, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nick hat immer gesagt, wie schlimm. Der geht richtig langsam hoch, Schorli. Der ist aber geiler, der Große. Guck mal, jetzt können wir hier... Auto-Hover ist jetzt an, ne? Ja. Jetzt müsst ihr ja hier hovern. Jetzt aussteigen. Jetzt kannst du hier auf der Ladefläche rumlaufen, wenn du aussteigst. Kann ich aussteigen? Geht nicht. Doch, jetzt. Guck, jetzt können wir hier rumlaufen. Ich hab Gottmut an. Jetzt können wir hier rausschießen zum Beispiel. Krass, ne? Oh, da unten badet ein Zombie. Das hier ist die komplette PvP-Zone, hat Airfield. Siehst du uns hovern, Curtis? Ja, ja. Hier wurde noch ein kleiner Helikopter gespawnt, ne? Oder steht ja der normal da? Wollen wir was experimentieren, Shorty? Was denn? Ob ich fliegen kann, während du jetzt da bist, auf der Ladefläche? Ja, mach mal, mach mal. Ich fliege ein kleines Stückchen nach vorne. Und geht? Ja, geht klar. Soll ich jetzt mal richtig... Warte, ich fliege jetzt mal richtig. Ja, flieg mal richtig. Mir ist nur aufgefallen. Alles gut, als würden wir stehen. Mit als dem ob. Zahlenschloss UP. Ist ein bisschen kritisch, weil der nimmt das immer komplett ab, wenn du das aufmachst quasi. Wir können nur die anderen Dings dahin machen. Die Codelocks, ne? Kann dich sogar hauen, wenn du fliegst. Ich bin in Armer auch gern geflogen. Ich war da beim SWAT, ich habe Cop-RP gemacht. Und wenn Bankraub war auf dieser komischen Insel, bin ich immer 1 Meter über Meeresspiegel geflogen. Doch nicht. Ey, das ist ja richtig geil. Der Shorty läuft ja einfach rum, während ich hier fliege. Ja, du hast freie Sicht hier so und dann mit Alt gedrückt halten. Alter. Drück mal einmal Alt an, dann bist du in so einer komischen Ansicht. Okay, ich habe die Kontrolle verloren. Aber ich hol sie wieder. Imagine, du bist am Fliegen, auf einmal steht dein Pilot einfach vor dir. Würde ich direkt rausspringen. Mit welcher Taste kann man nochmal landen? Y. Kannst du mich fangen, Demba? Ja. Wie heißt der Fahnenmast? Was für ein Fahnenmast? Da brauchst du 3 Wooden Sticks und Rope für. Ah, okay. Ja, geht schon, aber wenn Server voll ist, ja, packt das halt mega hoch, ne? Sorry, Junge. Das ist Ego-Mode. Jetzt erst aufgekommen, Alter. Mein Bauch hat sogar gekribbelt, Alter. Ich weiß nicht warum. Echt jetzt? Ja, spring mal raus. Ich hab einfach. Ich hab Motor ausgemacht. Ich hab Motor ausgemacht. Oh ne, das war richtig dumm. Whee! Guck mal, der Eli, was der macht. Ui. Hat's geknallt. Ja, das ist halt echt, das ist ekelhaft. Also notgedrungen fliegen kann man damit? Ich find voll okay. Junge, was machst du denn da? Ja, ich will landen. Guck, es geht Heli-Crash los. Hier steht ein Heli bei dir, ne? Ja, ich weiß, ich will neben dem landen. Muss ich jetzt auch ein Territorium dafür machen? Nö, ne? Eigentlich schon, doch.
Doch. Ja, okay. Willst du auch fliegen, Shorty? So ein Ladybird? Ja, ich will auch mal fliegen. Dann nimm Curtis ein. Dingens, da gibt's doch diesen Einmann-Helikopter, oder nicht? Ja, Gyrocopter habe ich schon versucht, der ist verbuggt. Okay. Wo ist mein Bildschirm einfach schwarz geworden? Oh, coole Fahne. Ja, das UN-Fahne. Ja. Aber ich wollte gerne zwei Themen machen, das geht aber nicht, ne? Nee. Schade. Mich triggert das nur ein bisschen, dass die... Egal, das passt schon. Wie fliegt man vor und zurück? Mit W. Das war mir so klar. Ich schieße auf mich hin. Das war mir so klar. Also. Oh, guck mal, ich breche aus hier. Ui. Wobei, jetzt ist es vorbei. Oh, ich hab's gefangen. Ich bin der beste Pilot. Brauchst du nicht noch einen Flieger denn bei der UN? Ja, mal gucken. Ja, fliegen ist eigentlich easy. Ich flieg nicht mehr so. Oh, wenn ich kann, dann Seite machen. Aua. Oh, Shorty, du kannst Seite machen. Lass dich schießen. Alter, wie viele Zombies. Okay, ich bin auch. Sturm, Shorty? Ja, ich hab weg. Wo bist denn du? Warte. Muss man bei mir mitfliegen. Steck dann ein. Ach, scheiß. Ja, du darfst echt nicht durch die Dinger scrollen, ne? Dann fliegst du schnell runter. Nee, du darfst doch nicht durchscrollen. Da gibt's einige Sachen, die darfst du nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Mimbo. Hui! Hui! Flieg mal nach rechts, wo es brennt. Ich will meine Arbeitssachen-Klamotten holen. Nach rechts, wo es brennt. Boah, ich will morgen den ganzen Tag da die Base bauen, ne? Mappen. Die ist doch schon fertig. Ach, Quatsch. Hab ich noch Godmode? Müsstest. Ui. Wird noch richtig, richtig. Ui. Dick. Guck mal, wie kann man denn da abstürzen, Alter? Kannst du den Heli bitte ausmachen? Drück mal P bitte. Mit dem hast du Ohrstöpsel, ey, hast du den Ding. Ich meine, der Heli-Fing ist ja richtig nice. Aber ich hab doch... Hä, wo kommt die denn jetzt her? Kannst du mir kurz beim Suchen helfen? Und es packt halt einfach alles rum. Wieso, was ist los? Ich schlag mit den Dingern, aber manchmal passiert was, manchmal nicht. Das sind die Helikopter. Tagsam!
Ist es ohne Schnee eigentlich dann wärmer? Ne, kälter. Stimmt, die Ausdauer weg, Prepper, hast du recht. So, dann mal, was weiter jetzt hier im Kontext hier? Kannst du mir beim Suchen helfen? Was denn? Und zwar suche ich irgendwas, was wir nutzen können in der Ecke. Ein kleiner Unterstand, weil ich will da Waffenstände was drunter hier? Bauen. Hm? Unterstand? Ja, nur ein Unterstand, genau. Ja, kann weil ich dir da, helfen? Ich will da Waffenstände drunter stellen. Ja, in Waffenständer, okay, machen ein Zeltdach, ja, Mann, genau. Machen wir, Bruder. Genau, ich habe nämlich die Waffenständer auch schon gefunden. Das war... Wo ich stehe. Da. Warte, sieht sogar noch cooler aus jetzt. Genau so. Den fühle ich. So. Och Mann. Das ist der falsche Waffenständer. Du hast das Objekt gespawnt. Ja, dann lass das hier bis zum nächsten Restart. Dann ist schlimm. Expansion Gun Rack, kann das sein, dass es das ist? Warte, wir haben halt 4 Stück zur Auswahl. Das, ne? Hier ist das. Hier. Hier. Wie viele brauchst du? Mach mal 3. Aber warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich FPS-Probleme. Oder? Ja, weil hier 16 brennende Helis sind. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Ich hab eigentlich und da kommt schon der nächste wieder. Ja. Ich flüchte die weg alle. Flieg doch woanders bitte, Goofy. Ich möchte den nicht weg. Wieso hat der überhaupt ein Admin-Tool, Alter? Treffen. Guck mal, was ich jetzt mache für Seite, Junge. So. Verpiss dich jetzt mit deinem scheiß Helikopter. Ja, ich flieg auch weg. Wer hat denn hier ein Feuer gemacht? Das ist der Generator. Ja, die sollte man vielleicht mal ausmachen. So, das ist doch schon ganz schick so, oder? Weil dann, warte, dann testen wir mal. Ich esse jetzt ein Dings. Karatza. Noch ein. Guten Hunger. Ich habe 2 Beine bekommen. Das ist doch schick, ne? Hast du gesehen? Du hast auf meine Eisenfaust gekloppt, deswegen hat das Klong gemacht. Das Fass ist eigentlich auch schick. Oh ne, das kann ruhig davor stehen bleiben. Sieht doch gut aus. Mhm. Aber denk dran, das kann geklaut werden hier, ne? Ja, ja, die sollen aus dem Tor rauskommen mit dem Fass. Dann schieß ich ins Kreuz. Ja, weil wenn du bei den Gunracks Waffen reinmachst. Ach so, ja, da tun wir so ein paar. Ja. Werden wir alles sehen. Kommt mit der Zeit. Soll ja auch schick aussehen ein bisschen, ne? Ja. Hm. Gut. Mila, musst du morgen arbeiten? Nein. Was ist denn mit dir schon wieder? Hä, gar nichts. Naja, lüg nicht. Ich hab dich im Auge. Nein, nein. Ah, sieht schon gut aus. Ui. Ui. Ich werde hier wieder im Bär drin gespawnt. Ja, das ist halt, ich finde, das ist hier in der Mitte noch ein bisschen leer, ne? Ja, aber willst du dahin machen? Weiß nicht, was gibt's noch? Bin richtig im Flow gerade. Das macht Bock, ne? Ja, Mann. Wir sind doch schon wieder seit über 5,5 Stunden dran. Ja, so muss das. Liebe zum Detail. Schief gebaut. Ja, es gibt solche Objekte wie Sitzbänke und so gibt's, aber die kann man nicht über das Admin-Tool spawnen. Das muss der Nick so machen. Selbst einfügen. Mit Koordinaten und so. Ja, Lagerfeuer ist draußen ein bisschen doof. Was für Sandbag? Warte, ich guck mal eben. Es gibt kein Sandbag, Long Sandbag als Objekt.
gibt's nicht. Hesku heißt Niedinger. Die hier gibt's. Und die. Die sind momentan verbuggt. Und die haben wir schon benutzt. Wir haben den Server nicht gemietet. Wir haben einen eigenen Server. Dem gehört der Nick. Ach doch, weil ich glaube Hetzner oder so ist das. Sein privater Dings. Die Wachen werden im Tower sitzen, zwei Stück. Oder einer. Meine Taktiken verrate ich nicht. Wo hast du denn dieses komische Kram? Ach, da hinten? Das soll auch stehen bleiben? Ja. Was ist denn das hier? Der tote Güffi-Tree. Hä? Wo liege ich denn tot? Du liegst einfach tot auf dem Boden. Mann. So, hier kann man ja dann einen Feuerplatz drunter machen, theoretisch. Das ist halt eine Riesenhalle, ne? Hier kann man so viel hinbauen. Ja, aber du sollst die ja nicht komplett ausbauen. Nö, nö, ich will die nur schmücken. Kann man nicht, hier so... so UAZs reinspawnen und so LKWs, die aber nur stehen bleiben? Ja, klar. Kann man alles machen, bloß das können wir gerade nicht. Ja, doch, du meinst Autos, aber ihr benutzt die halt nicht, ne? Ja, genau, genau. Welchen UAZ denn? Ja, es gibt diese grünen, ja, mit dem Brandschutz aufpassen. Ja, diese normalen grünen. Ja, genau. Die so drei. Aber nice, du weißt, ne? Schon, nach einem Restart fangen die an zu Dings, ne? Zu hopsen und so. Wenn die da einfach nur so stehen? Ja. Dann ist schwierig. Stimmt, Munitionskisten, warte. Ja, Munitionskisten, genau. Du hast ja richtig viele Räume, du kannst ja dann da auch so Waffen, also so Rüstungsständer bauen, wo du West, so Helm und so draufpacken kannst. Und Waffe dran lehnen. Gibt's nicht. Ja, ja. Es gibt nur diese normalen Ammo-Dingsboxen. Und die halten, glaube ich, wenn du die hinschmeißt, 2 Tage lang. Also nur diese kleinen Dinger hier. Mach das einfach in einer normalen Woodchest rein. Ja, ihr müsst, genau, Woodchest, Mann. Ja, genau. Dann machen wir eine lange hier vorne neben die Waffenständer. Die Woodchest, die kann man so in der Hand nehmen und transportieren. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein ja, die müsst ihr aber bauen, ne? Nee, kann man doch ausbauen. Ich finde die nicht. Na, die heißt wahrscheinlich Wooden. Yes. Ich hab Voodoo geschrieben. Ich finde nur die C. Wooden Crate. Ich hab die Dinger hier nicht. Doch, Wooden Crate ist das. What is that? Hier, ja, zack. Das ist eine kleine, ne? Ja, aber das die meine ich ja. Hier. Die kann man so in der Hand nehmen und tragen, Demba. Ja. Hä, wie hieß die? Wooden Crate, die ist ganz oben. Stimmt. Und Crate. Wenn ihr einen LKW habt, also einen normalen Daisy-Transporter, könnt ihr die da hinten drauf stapeln. Was ist das denn hier? Warte mal. Kann man das auch benutzen? Naja, das ist auch wieder nur ein Prop. Naja. Den kann ich jetzt so. Whoop. Ja, die stelle ich. Nach. Sophie, kannst du mich zu dir holen? Ja. Das hat Schloss. Das ist für Ammunition halt, ne? Ja, ja, genau. Bist schon da? Ich bin irgendwo unter der Map. Oh. Hier, ich hab die Studie noch eine hin. Warte. Hier hin. Und die näher daneben. Die Ecke gefällt mir schon richtig gut. Die ist ja, aber wenn du dazu machst, dann guckt der Kraterdings daraus, ne? Ja, dann machen wir aber nicht zu. Achso, okay. So einfach geht das. Lass uns das einfach mit den Autos mal versuchen. Nee. Wir nehmen die Autospawns komplett raus, ne? Ja, okay.
Okay, dann. Achso, hier oben. Ich weiß aber nicht, wie lange das stehen bleibt. Habe ich schon Radio hingespawnt. Das ist hier die Funkerzentrale dann. Aber ich weiß nicht, wie lange das stehen bleibt halt. Hallo Panther. Und dann habe ich gesehen, gibt es noch so, wenn du jetzt in meinen Objektspawner gehst und Radio schreibst einfach. Ja, es gibt dieses Objekt aber nur. Ja, ja. Die kann der Nick ja dann noch platzieren für Schönheit oder so. Boah, warte mal. Cool wäre, wenn man dieses Ding hätte, wo man über das ganze Erdfeld sprechen kann. Ja, genau, das wollte ich gerade gucken. Das gibt's auch, das habe ich gesehen. Ja, aber es gibt... Das müssen wir halt... Ist nicht im Tower End? Ist auch ein Problem, du musst ne? mal... Wir müssen das halt probieren. Einer muss mal jetzt in-game reden und sich Teamspeak muten, bitte. Und redet einer? Reden beide. Nee, das gibt's, geht nicht, funktioniert nicht. Geht nicht. Okay. Dafür, muss der in, dafür müsst ihr in diesen Tower rechts von euch. Ja, ist ja nicht schlimm, kann man ja auch machen. Aber nur zum Aussehen kann man das doch da stehen lassen, zum Beispiel in der Ecke, oder? Nein? Nein. Nach dem Restart ist das weg. Okay. Du könntest hier ein Dings machen, Wooden Crate. Und Anomalie kommt gerade wieder. Und die Radios und sowas hier reinpacken, weißt du? Mhm. Also einfach das Radio reinpacken hier. Dann kannst du hier drüber funken. Legst halt alles immer wieder zurück. Okay, passt doch nur eine rein. Reicht ja. Ach nee, warte. Da war ich, Alter. Ist eine Ersatzbatterie drinne und eine Dings. Ja, auffüllen, auffüllen tun wir später. Ja, Fässer. Ja, Panther, ich hoffe bei dir auch, Brudi. Weißt du, was ich noch überlegt habe? Was denn? Jetzt beispielsweise in den Loot-Gebieten hier auch überall UN-Fahnen aufzustellen, dass die Spieler direkt sehen, dass sie im UN-Gebiet... Na, das sehen die schon. Nee, man kann mehrere fahren, aber dann kannst du, musst du kein Territorium erstellen. Du kannst einfach die Fahnenmasten bauen und die Fahnen hissen. Das geht. Ja, das ist doch eine Idee. Aber machen wir erstmal hier drinnen weiter, das ist erstmal wichtiger. Das ist ja schnell gemacht mit den Fahnen. So, boah. Brauchst jetzt noch den Bekusch. Ja, was kann man hier noch machen? Hinten die Räume, da kannst du ja so einen kleinen Ding, so eine Waffenkammer für euch machen. Was ist mit Zelte hier drinnen? Ja, ja, Zelte, Zelte. Tents, Tents. Ihr braucht locker ja... 6 Stück, weil ihr seid so viele. Mhm. Da kann sich halt jeder eins aussuchen. Ja, jetzt muss ja auch jeder eins zum Pennen haben, ne? Dann will ja, ich aber wollt ihr dafür, dann braucht ihr 15 große. Ja, ist doch nicht schlimm, die passen doch hier rein. Wir müssen die Halle ja dann irgendwie füllen. Ich würde sowieso nicht die Zelte hier machen, wegen Snipe-Gefahr. Ich würde die Zelte hier in der... Ja, in der Ecke, doch, doch. Ja, hier in der Ecke. Du kannst ja hier schon 2, 3 Stück nebeneinander okay. stellen. Lass mich machen, ja? Ja, ja, ich helfe dir. Ich will mitmachen. Wie viele Mitglieder haben wir? 15, ne? Machen wir einfach mal 15, ja. Ui, das leckt aber. Und dann kriegt jeder noch so eine Box und einen Waffenständer da rein. Und so einen Armorhalter, wenn es die noch gibt. Für seine Weste aufzuhängen und sowas. Es kommt Anomalie, ne? Ja, ja, ist doch nicht schlimm. Ich würde so wie so ein Feldlager bauen, weißt du? Mhm. Wie hinten bei dem Lager. Oh, du hast geschossen, Shorty. War ja ein Gehweg von dir. Guck mal, sind die... Ah, ne, kannst du gar nicht sehen. Dann machen wir das so. Das kann ich auch nicht sehen, ob das in einer Reihe ist. Warte. Fuck.
jetzt nerven die Dinger hier, Alter. Mach mal einfach so. Nee, warum machst du das? Warum machst du das? Mach es nicht. Was denn vor? Du kannst da dann den Blueprint sehen. Ich würde die direkt nebeneinander so machen. Ach so, okay. Ich zeig dir, wie ich das mache. Deins ist falsch rum, ich sehe das. Oh. Die Tür ist hinten. Dann machen wir hier nur zwei, sonst bauen wir den Knast zu. Oder wir machen das erste noch ein bisschen weiter nach links. Weil... Dann können wir da drei Stück... 16 Zelte hier. Warte, ich zeig dir. Ja, mach noch links daneben eins. Ja, aber das ist dann wieder ziemlich eng, ne? Das sieht dann wieder nicht gut aus. Aber so bauen wir ja rechts die Türe hier zu. Ja, das sag ich, deshalb ja. Ne, deswegen links daneben. Das war rechts, wo du gesagt hast. Links an die Treppe. Wo? Was meinst du jetzt? Hier hin. Noch eins. Die anderen machen wir dann mit der Tür gegenüber, sodass sie mit der Tür mal gegenüber sind. Ihr stinkt alle. Lüge. Das nicht wahr. Und die anderen machen wir gegenüber, damit wir so eine Gasse bilden. Hm, genau. Warte. Genau, genau. Ach. Ja, die Dinger nerven jetzt hier, Alt. Güffi, komm mal her. Schmeiß mal die Zelte hier weg, bitte. Okay, Güffi dann nicht. Ganz Tag steht der nur hier rum, macht gar nichts und ist nur am Reintrollen, ne? Der gibt mir sowas von auf den Sack. So, das müsste so passen. Ja. Ja, ne? Lass mal eben die Zelte hier wegräumen. Ja, Feuerstelle und so kommt gleich noch. Ja, die liegen jetzt gleich aber auch wieder im Weg. Guck mal im Stream, wie ich das jetzt mache, dann weißt du, wie das ausrichten muss. Du gehst mit dem Blueprint in das andere Zelt rein. Mhm. Dann guckst du, wie das rauskommt, so jetzt. Dann weißt du genau, das ist perfekt. Dann drehst du das einfach nur nach vorne. Und dann gehst du zurück. Und jetzt orientieren wir uns an deinem Zelt. Das müsste dann so sein. Ich hab das so gemacht. Ich hab das an dem Zelt hier angepasst. Ja, aber so, ich glaube, so ist es einfacher, wie ich das mache. Auch möglich. Aber da dein Zelt schon schief steht, werden die anderen jetzt auch schief. Die sind schief? Ja klar, ist das erste schief, an was ich mich orientiert habe. Das hier ist schief. Ja, ist ja nicht schlimm, die kann man ja einpacken. Na, stell dich mal hier hin. Das ist genau gerade ja, zu dem, was da an der Wand steht. Das ist hundertprozentig nicht gerade. Hab ich jetzt einen Knick, Junge? Ja, hast du. Ja, gut, dann bau das die. Erste Zelt, was ich gesetzt habe, ist so Wand gesetzt. Mach das einfach so, wie ich das gezeigt habe gerade. Ja. Guck jetzt noch mal. Stream zu. So, und dann bestimmen wir jetzt den Gang. Ich glaube, so ist ganz gut. Jetzt gucken wir uns den Gang an. Der ist breit genug. Müsste. Nein. Ich muss mich hier. Du musst jetzt fertig machen. Weil ich muss mich an deinem Zelt orientieren. Tschüss, erst deine Schlaf gut. Müsste so sein. Ja, das sieht auf jeden Fall schon gut aus.
Aber du hast dich nicht wieder richtig, ja. Ich hab da reingebaut. Ja, nee, ja, du hast ein bisschen. Egal, lass einfach. Passt schon, ist nur zum Schlafen. So. Jetzt nehmen wir dann andere. Ja, jetzt müssen wir die wieder wegräumen, Alter. Ne, jetzt gehst du einfach mit dem anderen, guckst du, wie das aus dem Zelt rauskommt halt. Was ist im Weg? Wieso haben wir uns die nicht nach und nach einfach gespawnt? Nur die Zelte, ne? Boah. So. Oh mein Gott. Why, Kiki? Hätte denn was Auge nix gut. Weg da! Ich kann das sonst. Das buggt sonst rum. Tragt jetzt mal ein bisschen weiter weg. Nix gut diese. Nee, ich komme von Baustelle. Ich weiß, wie man fuscht. Sieht ganz okay aus. Gefie. Tragt jetzt mal noch ein Stück weg. Jetzt müssen wir halt gucken, den Abstand, ne? Dass wir den so ein bisschen wieder einhalten. Also diesen Gang. Mhm. Das kannst du, glaube ich, mit dem Zelt und Sekunden runterzählen, dann, wenn du ein Zelt in der Hand hast. Oh, noch, Alter. Bei Godmutter interessiert uns das, glaube ich, gar nicht. Ich hab keinen. Nur der Sound da. Ich sehe gerade nicht so viel. Ah, ich richte mich einfach an dem Zeit. Ja, das kommt hin. Ui, Atombombe. Nix gut. Was ist passiert? Ah, doch, gut. Das haben wir selber reingemacht. Das von einer Malx oder wie die Map heißt. Mhm. Ich geh mal Good Mode. Ich hab wieder Farbe nach der Anomalie, wo mein Blut ganz unten ist. Okay. Das sind jetzt 2, 4. Hä, ich hab doch 16 Zelte gespawnt. Und 12 Stück, die jetzt stehen. Und plus 3 sind 15. Boah, sieht schon gut aus, ne? Ja. Was wir jetzt machen könnten, wir hier noch. Ne, hier nicht. Unter. Hier, nee, da ist eine Tür, scheiße. 12 Zelte sind das, ne? Ja, 12, die stehen. Ja, pass auf, ihr macht ja auch so eine Rangreihenfolge-Kacke-Dings, ne? Ja. Sollten die Dings-Officer nicht woanders? Boah, das sieht gut aus, Alter. Die kriegen eine richtige Unterkunft. Wir haben ja genug Räume da hinten. Würde ich sagen. Dann müssen wir noch Türen bauen für die Leute. Ist auch kein Problem, können wir so eine Reihe würde ich dann noch reinmachen. Eine Reihe. Ne, 30 Reihe noch. 15, warte mal. Wie viel stehen jetzt? 12? 12, genau. Irgendwo liegt noch ein Zelt. Ja, das passt doch. 12 Soldaten plus 3 Führungskräfte. Das kann eh nicht einer allein machen. Gibt kein Medic-Zelt. Die verarzten hier niemanden. Außer vielleicht in der Schleuse. Aber hier, wo wir jetzt drin sind, kommt ja, glaube ich, keiner rein von denen. Das ist ja komplett illegal hier. Überhaupt Boah. Auf das Airfield zu kommen. Wie fahre ich denn so langsam mit der Freeview? Maus-Dings noch in. So. Suche das Zelt. Das müsste dann. Ja, das ist alles ein bisschen. Klein bisschen schief. Ja, das ist in der Apokalypse gebaut. Das ist nicht schlimm. Entweder liegt hier noch irgendwo ein Zelt oder ich habe nur 15 hingemacht. Nee, du hast nur 15 hingemacht. So schief, ey. Leg mich am Arsch. Ich würde für die Führungsebene, die ein eigenes Zimmer kriegen, Denver,
würde ich quasi, kann man ja hinter die Tür noch eine Tür mit Codelock bauen. Dass man die nicht mit Dietrich abschließen muss. Ja, das machen wir auch. Das ist eine gute Idee. Ich habe das Kit schon in der Hand. Du musst mir dann nur zeigen, wo und wie. Also wir machen an die Türen auf jeden Fall Codelocks, weil mit den Zeilenschlüsseln das ist zu umständlich. Die machst du nämlich immer wieder komplett ab, wenn du die Tür aufmachst. Ja, Bruder, ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. Du musst sie einfach nur dann aufnehmen, dann mach, guck. So. Dann wieder zumachen. Und dann kannst du es einfach wieder dranbringen. Ja, aber das ist so umständlich. Warum? Du musst dann nur einmal den Code, glaube ich, eingeben, oder? Ja, dann geht das auf und dann machst du so. Ja. Dann bringst du es jetzt wieder an und jetzt musst du dann bei den Code wieder eingeben, um das aufzukriegen. Ja, aber guck mal, was das an Ewigkeiten dauert. Also ein dreistelliges Code-Schloss, das dauert nicht so lange. Nee, mach mal Code-Locks da dran. Ja, dann müssen wir ja die komplette Wand abreißen. Echt? Jo. Warum? Weil das Vanilla-Dings ja, sind. Ja, stimmt, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können ja einen Code-Lock hinmachen. Das wäre besser. Die Wand sieht dann aber komplett anders aus, ne? Ja. Und die wird größer sein, um einiges größer. Ah, lass uns mal gucken. Die Wand ist ohne Stacheldraht, also ist genauso groß wie die Wand mit Stacheldraht quasi. Ist doch top. Jetzt habe ich das Schloss wieder in der Hand. Ja, jetzt kannst du das Tor aufmachen. Ja, aber das wäre... Hier liegt kein Zelt mehr. Lüge. Sag ich ja. Du hast nur 15 gemacht. 16. Ne, 15. Ah, das reicht. Das reicht. Das ist okay. Dann müssen wir die Wand hier wegmachen. Einmal weglöschen. Soll ich die wegmachen? Ja, mal weg. So, noch besser sogar. Höhere Wände, finde ich. Willst du platzieren, das Set? Ja, wir müssen das erstmal bauen, ne? Ich hab das hier schon liegen. Das ist aber das Neue? Nein, ja, das ist das Neue, das ist das Motto. Das Ding ist scheiße. Ja, das wird jetzt, oh mein Gott, das wird jetzt, ah ne, doch nicht. Das ist aber keine Schleuse dann, Dämmer, das ist nur so ein... Doch, nee, man kann das zu einem Tor machen. Dass das so in beide Seiten aufgeht, so einmal links, einmal rechts. Geh weg da. Meine Freunde, ich verlasse euch nun. Gute Nacht. Ciao, viel Spaß noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Kann man auch mit Ambin haben wir da dran bauen? Ja, ja. Warte. Zweimal. Warte, willst du die Basis 1 Meter, also die, willst du die Wand 1 Meter haben, 1,50 Meter oder 3 Meter hoch? Ich würde das so hoch machen wie 3, dann sieht das aber nicht so gut aus, ne? Ich glaube 1,50 sind die normalen Wände, oder? Nee, du bist doch kein 1,50 groß. Lass es einfach also, testen. Mach einfach mal 1,50. Soll das so hoch sein wie die anderen Mauern oder höher? Ja, okay. Guck mal, wie hoch ja, du das kannst ist. Ja, okay. Warte, ich lösche das. Sehe da gar nichts. Achso, nee. Da die Holzpöller. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall nicht... Wir müssen nur 3 Meter. Gibt es nicht 1,250 oder so? Nee, nee. 1 Meter, 1,50 und 3 Meter. Das ist doch gut. Also, mach jetzt. Stopp, so, das ist schief. Der hat ein Adlerauge, der Junge. Dein Kopf nach Heile? Mhm. Ich wollte mal, wie heißt das nochmal? Architekt. Nicht Architekt, ich wollte eine Ausbildung machen als. Wie heißt das mit dem CAD-Programm? Cutter. Bauzeichner. Ah. Und dann ist ja aufgefallen, da muss man aber früh aufstehen für, ne? Ja, und dann dachte ich mir, ich werde lieber Streamer. Ja, top, das passt. Eine Meterbasis. Boah, sieht schon geil aus mit den Zelten, ne? Ja, Mann. Warte, heute Wand, heute Tür. Ah, das sind 15 Zelte, ne? Holz Torrahmen. Ich mache hier ein Tor, ne? Oder? Ihr seid doch nur 15. Ja, ja, ist ja auch gut. Boah. Boah. Okay, das machen wir vorne auch, ne? Mhm. Oh, das sieht ja viel besser aus. Ui, Memo, guck mal.
Wie ist denn die Farbe? Okay, der ist doch ein bisschen schief, ne? Ist egal. Sicher? Das triggert mich so, das... Ist ja nicht unsere Base. Soll er drauf schießen? Wir haben auf der anderen Seite links zwei Codelocks. Ja. Oh, das triggert mich, ne? Nochmal neu machen oder so lassen? Was triggert dich denn genau? Guck mal hier rechts. Wand guckt ein bisschen raus hier. Links guckt die Wand aber auch raus. Links guckt die aber auch raus. Ah, stimmt. Okay, egal, lass mal so. So, wie bringe ich die Dinger da jetzt an? Wenn du da hingehst. Ah, da anbringen. Boot eingeben. Wir lassen bei uns aber das mit dem Fahrradschloss, ne? Ja. Yield. Okay, dann haben wir da eins. Und da fehlt noch. Kein Thema. Dann schleppe ich so lange die Holzkisten rein. Ui, das wird... Ach, wie war denn mal der Dings? Hat der nicht mehr snapped X? Ah, X. Okay. Boah, das können wir jetzt sogar in das Ding reinbauen. Nur gucken. Ach ja, die sind da schief, fuck. Kann ich mich ja gar nicht dran orientieren. Ah, so müsste passen. Machst du hier das nächste Tor, Giffy? Ja. Kann man da auch noch Stacheldraht rum drauf machen? Nein, daran kann man keinen dran machen. Okay. Auch kein Seemannskissen wären besser gewesen für Jan. Die sind ein bisschen größer als die Holzchests. Bitte? Seemannskisten wären besser gewesen, für, um die in die Zelte zu stellen. Driver, vielen lieben Dank das. Für den Resub im 10. 10 Monate, die einen Tag zusammen. Was geht? Marlon, danke für den Resub im 2. Sind halt cool aus. Dandy, danke für den Prime im 5. Cindy, danke für den Resub im 41. Noch ein bisschen nach da hinten. All About Dennis, danke für den Resub im 3. Und Vova, danke schön für den Prime 6. Dann sieht das aus wie Munitions... Und der Dr. Waffekuchen, danke für den Prime 21. Isabella, danke für den Resub im 18. Was du machst, du? Ach, Isabella, bist du nur da? Ah, stimmt, Rati, da hast du recht, hab ich gar nicht dran gedacht. Die ganze Halle, so wie ich Arschloch gerade. Tu mal bitte bei dem... Guck mal hier vorne bei dem Tor, wo das Codelock ist, ob du da rankommst. Ich? Ja, du. Weil ich hab das nämlich in die Sandsäcke reingebaut. Ah, okay, warte. Kein Problem. Long Hesco. Long Hesco. Das ist eine richtig gute Idee gewesen mit den Zelten. Long Hesco. Das sieht aus wie so eine kleine Zeltstadt. Nee. Komm hier, hier kannst du da dran machen. Wo ich bin. Hier musst du Tab drücken. Hä, bei mir stehst du hier. Ja, hier kannst du Tab drücken. Oder mit dem Codelock willst du da dran machen. Ach so, ja. So, und jetzt muss ich das nur noch finden, für den Code einzugeben, ne? Ja, warte, ich guck mal hin, wo das ist. Wo müsste denn das eigentlich sein? Links unten in der Ecke habe ich das eben gemacht, aber da sind halt die Heskos vorne. Oh Junge, ich hasse das, ne? Dass sich das immer resettet, Alter. Junge. Oder wir klappen eben einen Hesco weg, geben den Code ein und bauen das dann da wieder hin. Wäre das eine Idee? Warte mal eben. Ja, der Codelock ist rechts in dem Dings drin. In dem Hesco, ne? Ja. Jetzt eigentlich müssen wir da durchgucken können. Wir können das Tor nach vorne verschieben. Ja, das können wir auch. Das ist, glaube ich, die einfachste Dings. Mach mal das Codelock wieder ab, ne? Mach mal, sag, wenn du hast. Ab. Ich mach die kompletten Zelte ready, also ihr könnt euch auf andere Sachen konzentrieren. Okay. Das Problem wird nur sein, dass das schief ist. Das Problem wird sein, dass der Hacki recht. Oder den muss man nach Reset immer wieder eingeben. Genau, das ist ja nicht schlimm. Nee, das ist auch nicht schlimm, weil den im besten Fall macht immer nur einer das Tor auf. Weil die anderen unterwegs sind oder so. Die müssen durchfunken, damit das Tor aufgeht.
Kannst du mal kurz nach hinten gelaufen kommen, Demba? Ja. So, den hintersten Zelten. Guck mal, ich werde das so machen. Ich mache hier dann alle Klappen zu. Die Kiste stelle ich hier links rein, weil dann kann man hier an die Kiste und hier ans Zelt dran, ans Unter. Ja. Und wenn die jetzt hier ein bisschen schief steht, ist ja egal. Ja, ja. Kann jeder noch selber machen. Ja, dann mache ich hier die Dinger zu. Dass quasi die Ausgangsposition von dem Zelt so zu ist. Ja, das passt. Das ist perfekt. Oh Mann, das wird so geil, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, man kann ihn nie immer richtig gerade machen. Aber mach mal bitte vorne Dings, wir testen mal. Ach stimmt, man muss auch von innen ans Codelock kommen, ne? Was ist denn, wenn wir das Tor quasi... Giffy, wo bist du? Ich komme. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn wir das so bauen, dass das quasi hier vorsteht, dass du da mal drankommst. Ich bin hier hinter dir. Ja, du musst vorne das Tor bauen. Hä, hast du wieder weggemacht? Ja, wegen dem Codelock, du kommst nicht da dran. Aber das kann sein, dass wir jetzt auch nicht da dran kommen. Weil das ist ja hinter der Dings jetzt. Ja, was ist denn, wenn wir das so bauen, dass das die Holzwand quasi hier anliegt, wo ich stehe? Ja. Dann kommt man da auf jeden Fall dran. Ist zwar nicht so schön, aber... Ne, dann kommst du ja von vorne wieder nicht dran. Das ist das Problem. Mach mal Codelock dran. Ah, ja. Rechts ist das, ne? Ja. Also von hier kommst du jetzt dran, aber von hier nicht mehr wahrscheinlich. Ne. Das ist mies. Mierde. Aber wir sind ja nicht dumm. Wir verschieben einfach die Kacke. Ah, guck mal, eine Kabeltrommel. Ja, nimm die mal. Da ist die voll eine Kabeltrommel, wofür ich Ärger gekriegt habe. Ja, du musst dann von außen reinkommen. Wenn es losgeht, dann musst du jeden Soldaten in sein Zelt zuteilen. Mhm. Hä, wo ist... Achso, wir hatten nur noch eine. Warte. Ja, dann würde ich die schon mal zusammenklappen. Hä, warum machst du die denn jetzt ab? Junge, bist du besoffen? Da ist doch gar kein Codelock. Ja, ich hab gemerkt. Ich bin nervös. Oh, jetzt krieg ich den immer. Ja, sieht zwar nicht so schön aus von innen, aber ist ja Zombie-Apokalypse, ne? Genau. Und man kann Parkour jetzt hier machen. Ui, Memo, guck mal. Kann man jetzt hier noch Stacheldraht drauf machen? Der ist leider nur so lang wie der andere. Aber ich will ja nicht... Mein Gott. Bruder, wenn du da oben Stacheldraht haben willst, dann mag ich dir Stacheldraht. Ein Strachel. Wenn ich hier laufen könnte, kann ich. Aber nicht so gut. Warum auch immer das hier rumbackt, ne, aber ich woanders laufen kann. Ist halt so dumm, Alter. Ich kann dir hier Stacheldraht machen. Ja, ist doch schön. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt... Ui, ah. Memo, guck mal. Ja, boah, perfekt. Guckt euch das an. Fast perfekt. Ei, toll. Ei. Jo, guck mal. Das sieht aus, ja, als... guck mal. Da stimmt doch etwas nicht. Ja, warum denn? Ja, das stinkt. Das sieht aus, als wäre da Soldaten drin. Hier war auch gefixt. Irgendwie und ich habe keine FPS-Probleme hier, ne? Wir haben 500.000 Objekte schon. Mann, das ist richtig nice hier, ne? Ja, I have vision.
Warum haben wir uns bei unserem Camp eigentlich nicht so viel Mühe gegeben? Weil das einfach nur ein Zivilistencamp ist. Und ich hatte da noch kein Admin-Tool. Wer knattert denn da hin? Ja, das ist irgendwie da irgendein Hyperaktiver. Ja, nee, hier ein bisschen looten. Ich hab Zombies hier. Ich würde jetzt unten jetzt noch eine Reihe Draht hinsetzen für die Optik. Hier vor den Sandbags. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Ja, davor noch Sandbags zu machen, ne? So im Halbkreis. Ja. Vor den Heskos. Liebe es, ich will nur noch rumdeffen. Ich will gar nicht mehr spielen. Kein Platz mehr, scheiße. Eieieie, Coco Jumbo. So, wie lasse ich jetzt Sachen, also wie delete ich die jetzt? Objekt Spawn Manager? Du musst die angucken. Und dann aber delete. Vorsichtig, das kann sein, dass du die Lagerhalle anvisierst, dann kannst du die den ganzen Hangar mach das Hangar nicht, lass mich da bitte machen. Ja, da steht ja Holzkiste. Ich wollte was löschen, dann stand da Hangar. Ah, ich gucke, ob da Holzkiste steht. Ach ja, klar ist das schief, weil die Mauer schief ist. Oh. Hier, nimm deine dreckige Holzkiste. Ja. Nee, ich würde aber... Ah, ich weiß nicht. Hm? Weiß nicht, ob wir Metalldraht davor machen sollten. Ist das schon heftig dann. Nee. Wird vielleicht cool aussehen, ja. Meinst du, ist too much? Aber ja, ist too much. So, der Magnut, jedes Zelt ist jetzt bezugsfertig. Wunderbar. Alles fertig gemacht, General Dember. Dann kommt bitte in jedes Zelt noch so ein Waffenständer rein. Dember, ich habe jedes Zelt zugemacht, das bleibt jetzt. Denk dran, die Sea-Chest, ne? Oh, ich glaube, mein Spiel stürzt ab. Was mit der Sea-Chest? Die despawn, ne? Wie jetzt? Ja. Nicht nach dem Restart, so nach 2 Tagen oder so. Nach 2 Tagen. Obwohl die halten, glaube ich, oder 30 Tage halten die. Irgendwie so. Mach lieber, ja, egal, lass drinne. Ja, die kann man ja hinterher immer noch einfügen. Nochmal. In jedes Zelt einen Weapon Rack, das ist unnötig, Dember. Das braucht man nicht. Ja. Wie heißen die Ständer für die... Nein. Für die Armor? Gun Rack. Warte. Aber es ist MVS, also ist noch nicht drauf. Ah, ist noch nicht drauf. Doch, Mann, wir haben da draußen auch welche. Wieso höre ich überhaupt auf Goofy? 3 Stück? Ja. Yep. Nicht die, für Armor, meinte er doch, oder? Für Armor. Ja, ja, für Armor, die. Warum hörst du überhaupt auf Curtis? Ja, weiß ich auch nicht. Weil der kein Stacheldraht machen. Mein Liebesfeld. Obwohl, das wird nicht schlecht aussehen, ne? Aber irgendein Idiot rennt dann da rein und dann verletzen die sich. Nee, mach nicht. Dach. Nee, da nicht. Pse. Nein. Boah, aber wir könnten in den Gefängniszellen an der Seite Stacheldraht machen. Damit die sich verletzen. Ich wäre dafür, dass Dämmer sich das hübscheste Zimmer aussucht. Können wir alles noch machen? Hat die Isabella geschrieben gehabt oder war die schon wieder weg? Ich weiß nicht mehr. Face it, Dankeschön für den Wies am 25. Matze, danke für den Prime am 11. JB, danke für den Wies am 5. Tag. Headshot Horsch, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Kev, Nicknack, Texo, Torpsen, Wiped, Markus LP, The Kerbix, Reeps, Biohazard. Und Dr. Stroy, vielen Dank für die Resubs. Und Dr. Stroy, danke schon für den Gifted-Sub. Guten Morgen, Monster Energy. Hi. Memo ist eh nicht mehr da. Zill und so hat nur Anti-Tank-Bilder von. Ja, wenn nicht. Wir wollen Dinger verbauen, die es als Items gibt. So was hier, ne? Und keine Objekte. Tschüss, Colt. Schlaf gut. Was wird denn das hier? Da baue ich jetzt ein Feuer. Das ist alles schief. Lagerfeuer hin. Das ist alles schief. Tut mir leid, er regt mich auf.
ist alles schief. Alles schlimm. Das ist jetzt genauso schief wie das andere. So macht das Leben Spaß. Ja, das ist alles schief. Ach, egal. Wie heißen die Steine? Steine vielleicht? Stone? So, und dann kriege ich ja ganz viele Steine. Wie viele willst du? Für Lagerfeuer zum Kreisen. Guck mal, alle Items, wo BLDR vorsteht, kannst du vergessen. Okay. Hier, wie viel brauchst du? 8 Stück, ne? Ja. Hier liegen hier. Okay, danke dir. Die Lifetime wird refreshed durch der Territory, Oma. Da hast du... Guck mal, die Oma hat mehr... Oh mein Gott. Oma, du bist so schlau, ne? Eigentlich müsste die Lifetime der Fässer und so eine Kacke wird jetzt refreshed, wenn man durch das Territorium, durch die Fahne. Wenn man ganz lange offline bleibt, dann ist die Fahne nur noch auf Halbmast. Wenn ihr die wieder hochstellst, wird alles refreshed in der Umgebung. Was dir gehört. Quasi... Ja, der, okay, der Denver hat das noch nicht gemacht hier. Was denn? Du hast da dein Territory noch nicht erstellt. Du hast doch. Nein, hast du nicht. Du musst dann nur in die Fahne hingehen. Da steht United Nations. Renn mal ein bisschen weiter weg und renn mal wieder hin. Ich renne jetzt weit weg. Nein, hast du nicht. 100% nee. Nicht. Nee. Hast du nicht. Was? Das ist aber neu in Daisy. Mit der Flagge. Da was fehlt ein... Hier? Ein Steinfilter. Hier. Ah. Du hast den in eine Truhe getan, du Holzkopf. Nee, das war Giffy. Ja. Ich, ne? Ja. Ein kleiner Lügenbaron. Oh oh. Oh oh, ich höre auf. War mit deinem, Ah, schön. Wolltet ihr nicht die Gefangenen dazu zwingen, für euch zu arbeiten und Materialien zu besorgen? Ja, machen für Lagerfeuer noch, ja. Und so. Ja. Die hätten doch auf Steine klopfen können, oder? Ja, die hätten ja. Aber auch Holz sagen können. Ihr wartet neue Befehle, Denver. Das kommt ja noch alles. Immer mit der Ruhe. Ja, du wartest auf den Befehl? Ja. Hol mir das zurück. So. Ich bin einfach Spider-Man, Alter. Gibt's hier irgendwo eine Leiter? Okay, dann geh ich hin, mach Territory. Bleib doch stehen! Warum sollte man der Territory größer machen für das komplette Airfield? Das dreht sich hier nur um dieses Haus. Woanders bauen die doch gar nicht. Ne, ich kann nur noch zusammenklappen und Flagge senken. Mach ich die runter? Na, create. Was laberst du? Da steht Create Territory. Da musst okay. Du, das musst du halt NATO nennen. Klar mache ich noch RP, aber ich habe momentan keinen Bock auf GTA. Wir chillen ein bisschen und dann gehen wir wieder. Ich will was anderes spielen. Habibi. Ja. Ach, ihr müsst mich aus... ich muss aus eurem Territory raus. Eigentlich müsste man zwei machen können. Ja, aber vielleicht ist das auf dem Dev-Server nicht drauf. Wo war eure Base? Ja, warte. Das geht nur bei euch, glaube ich. Hä, bin ich jetzt komplett dumm? Junge! Oh, falsche Stadt. Sorry. Kann sich zu mir porten. Und direkt wieder FPS-Probleme aus der... Alter. Wartest du dich? Ja, ich bin da. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie das funktioniert. Territorium lief. Yes. Okay. Map. Oh, dieser scheiß Teich, Mann. Wer ist ein Schnippi, Bruder? Ist das dein Freund? Ich hab mich auf eine Hesco rein teleportiert.
Selbst auf dem Dev-Turbo geht der Shorty looten. Mhm. Ja, wir ein bisschen rumgucken, so. Ich will gucken, was so ein Loot da hat. Ob, ich weiß nicht, ist der angepasste Loot? Nein, glaube ich noch nicht. Ja, mit GTA RP ist da momentan so eine Sache. Wir haben so ein, zwei Stories, aber das ist jetzt nichts Großartiges. Ich war ja gestern ganz kurz mal im RP, um zu gucken, wer angerufen hat und so. Wir sind halt immer noch beim Hunt hinterher mit der Villa. Aber da meinte der Architekt gestern, dass er die nicht abgeben will. Und wir haben uns so dazu entschieden, drauf zu scheißen, so. So, jetzt. Was hast du gemacht? Territory. Achso, ja, jetzt kann ich das doch zeigen, hier. Territory Management der United Nations und das sind alles die Objekte, die hier drin sind. In diesem Umkreis. Und die refreshen sich von ganz alleine. Ja, wunderbar. Wer ist das denn? Ja, Goofy ist langweilig. Ja, der trollt schon wieder rum, weil der nichts zu tun hat. Ich habe einen Gefangenen hergeholt. Yay, ein Gefangener. Schnauze. Aber das sind die Helme, ne? Das sind die Helme, ja. Aber da steht, warte mal, da stand mal UN drauf, ne? Vielleicht waren das Mod-Helme, die wir haben. Nee, ich glaube, damals stand da UN drauf und die mussten das entfernen. Ja. Ja, aber dann ist... Ist egal. AN steht dann halt für Angriff. Aha, guck mal, meine Kinderhände. Ich flüchte. Ihr braucht hier noch eine Barrel, ne? Für Holz und so. Mhm, genau. Ja, genau. Oh, danke. Bitteschön. So, Curtis, was machen wir hier? Guck mal, die Zelte rein. Entschuldigung. Irgendwie läuft das, steht GTRP in einem Kreis, ja. Ist bei uns ja genauso, ne? Hier, komm rein. Obelix, da hast du auch recht. So sieht jedes Zelt aus. Ich schick diese Daten. Boah, wir müssen noch eine Waffenkammer machen mit einem Codelock. Kann man Codelocks aufknacken? Nein. Ich glaube, bei uns geht das nicht. Haben wir ausgestellt. Ja, aber wofür hast du denn die ganzen Gunracks dann da gemacht und so? Was ergibt das für einen Sinn, wenn du da keine Waffen reintust? Da tun wir ja Waffen rein, aber nicht den Hauptshit, weißt du, wie ich meine? Ach so, Digga. Da kommen ja keine Nachtsichtgeräte rein und sowas. Wir machen das ja so. Ich kann dir eine Halle bauen, aber maximal, ja. Wir machen das ja so, also so habe ich das vorgehabt, weil ich kenne das auch nicht anders, von in echt, dass wenn du reinkommst, dein Nachtsichtgerät abgibst, weil die Dinger teuer sind. Ja, ich baue dir dann hier eine hin, so, ne? So eine Waffenkammer. Ja, sollen wir nicht einfach einen Raum nehmen? Ja, drum, wir haben ja, noch so stimmt. Viele Räume über. Ja, noch dann unendlich viele Räume. Dann gucken wir mal hier und dann direkt den ersten Raum links hier. Dann machen wir da aber die Wände zu, also die Fenster. Dass man da nicht reingucken kann. Wo kommen die jetzt her? Giffy, du baust wieder, ne? Ja, ich baue Platz hier einfach. Ich bin nicht in dein Territory. Du musst, oh mein Gott. Achso, ich lade Nee, er kann uns einladen. Ja, lad ein. Du brauchst, genau, der Nudel hat auch recht, auch wenn du von irgendwelchen Leuten Waffen findest. Wo kommt denn euer Lager hin? Weißt du, was ich meine? Oh, man kann nur ein Territorium. Ja, geht nicht, musst du selber setzen. Das hier. Machen wir dann. Da links, wo die Ecke eh frei ist. Einfach hingucken, dass du nahe eine Mauer dran bist und dann einfach platzieren. Mal gucken, vielleicht können wir ja so bauen. In eine Mauer rein oder nah dran? Ne, nah dran, du kannst nicht rein, dann geht das Ding nach oben. Ich sag, da geht das Ding nach oben und er macht den nach oben, Bruder. Ne. What are you doing? Natürlich, das ist in der Luft jetzt. Du hast einen Zaun gemacht, ne? Ja, da. Hä? Ja, das ist ein Zaunset, ist so richtig. Ich dachte, du wolltest auch mit Modwände, sorry. Ja, hast du Glück, dass das so hoch geht. Metall? Holz? Metall. Sind Sachen im Junkie Pack schon fertig, die ihr erstellt habt? Nein, die kommen noch nicht rein, ich muss erst so eine Dings unterschreiben dafür. Weil ich das erstellt habe. Weil Unity hat schon mal die Problematik gehabt, dass Leute das Server-Team verlassen haben und dann gesagt haben, ja, aber ich habe das und das gemacht und das will ich jetzt mitnehmen und so. Deshalb muss ich da erst so ein Agreement unterschreiben, dass der Junkie Pack das Gemappte reinkommen kann. Ja, und aber die. Aber da mache ich die Tage. Die Konfessionkammer bauen wir dann einfach nach da, die Ecke, die frei ist.
Oder wäre das geiler, wenn die hier über die Gänge schleichen müssen dafür? Was sagst du? Ich würde das geiler finden, wenn du hier sneaky rein müsstest. Ja, dann machen wir das so. Und dann schließen wir die Tür auch nur mit einem Dietrich ab, zum Beispiel. Und eventuell sogar zu Enzo das verkleidet, ne? Gibt's ja auch die Möglichkeit. Ja. Ja klar, gehst du hin und sagst, moin Meister! Moin! Wieso salutierst du mir eigentlich, der General ist da? Wie kannst du bauen? Boah, ey. Das ja, da, ich glaube auch, dass du richtig verkackt hast hier mit dem Bauen gerade. Junge. Ah, die Tür ist zu. Der geht eh schon gucken. Hier habt ihr gebaut? Ja, ne, geht, ist okay. Sieht man nicht. Sieht nur von innen hässlich aus, ne, aber egal. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Also, jetzt musst du hier noch aber eine Wand machen, Demba. Wo? Na, hier. Warum? Also, na, dann kann man eine Tür hier ach, machen ja, mit ja, Codelock ja, gesichert. Ja, ja, ja. Doppeltür ja, ja. quasi. Yeah. You know what you mean. Know what you mean. Von der Seite oder vom Flur aus? Von der Seite. Sind eigentlich meine Zombies noch da? Ui. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, das ist ein Zaun, den müssen wir nicht. Du brauchst was anderes. Kannst du das wieder wegmachen, Demba, bitte? Ja, ich guck grad wie. Meine Mitte. Kannst du irgendwie abbauen oder so? Ja. Das ist ein Dev-Server. Also doof. Doof, Mann. Und mit dem Kit hier. Hä? Warum kann ich das nicht platzieren jetzt? Ah. Drück mal X. Ja, ja, ich hab X. Dann hört das Snapping auf. Disabled Snapping, jo. Und du musst so, dass der Türrahmen in der Mitte mit dem Türrahmen hier übereinstimmt machen, ne? Ja, das ist nicht so einfach mit dem Holzbalken hier. Das, kann das auch ein bisschen in die Wand reingehen? Nee, ne? Ein bisschen, nicht, ja. Oder? Ein bisschen ja. Kleines bisschen ist okay. Mach mal einen Test. Oh, du musst es in die Wand reinbauen, sonst kommst du an den Code-Lock nicht dran von der anderen Seite. Oh! Die Soldaten sind nur dafür zuständig, die Airdrops zu looten. Über den, über die Scheiße überleben die. Oha. Der ist voll brutal, der Kürbis. Ja, der nimmt auch mal eine Axt. Was sagst du, Giffy? Du brauchst eine Axt hier, nimm. Wofür braucht er eine Axt? Die, damit er das Ding hier, oder löscht das einmal weg hier, das ist in der Wand. Hä, was? Dieses Ding, das ist ein Tor geworden, wieso auch immer. Ich soll das weglöschen? Ja. Dann mal Knut, ich mach nochmal neu. Okay. Kleine bisschen in Wand drinne. Geh weg, blöd, Mann. Also es war zu viel in der Wand drin, ja? Nee, es war zu wenig in der Wand drin, glaube ich. Kann man Zombie-Spawns ausstellen im Airfield? Finn, was würde das in der Zombie-Apokalypse für einen Sinn ergeben, Bruder? Da, ne, wenn ihr hier rumballert und die Zombies kommen, könnt ihr das im RP einfach so ausspielen, als würde eine Zombie heute euch angreifen. Zu wenig in der Habibi. Wand? Habibi. Vielleicht ist euch auch einfach mal langweilig machen. Und ihr wollt wie letztes Mal Denver bei uns im Krankenhaus die Zombies wegsnipen. Das kann schon ruhig ein bisschen in der Wand drin sein, meinte Shorty, wenn du sonst ins Codelock nicht rankommst. So musst du ja, gut klar, sein. Habt ihr das Airfield geklärt, aber die kommen da immer wieder. Ja. Du bist kein König, Junge. Du bist mein Schnuckiputz. So, jetzt genau gucken. Holztier rein. Mach uns mal ein Codelock. Junge, wie viel halten die aus? Ich bin Mohammed Ali, Junge. Müsste funktionieren. Kann sein, dass es leckt, weil die Sache hier in der Wand drin ist? Nee, ne? Nö. Du musst auf die Tür gucken. Du musst es weiter in die Wand reinbauen. Das nein, nein, niemals. Wo ist denn das Codelock hier? Ich hab da dann... Guck mal, Demba, geh mal hier ran, geh mal an die Tür und drück Tab.
Dann hast du Erweiterungen, da kannst du das Kolo kaufen. Ja, der hat die Tür falsch rum eingebaut, der Idiot. Ne, ich hab extra gefragt, ich bin kein Idiot. Sag sowas nicht, sonst bin ich traurig. Doch nicht falsch. Boah, du Idiot. Ja, tu das Code-Lock noch dran. Boah. Okay, das ist jetzt hier links. Ey, warte. Ja, du kommst da nicht mehr dran. Das geht nicht. Ich kann den Code von hier aus eingeben. Ich kann von hier den Code eingeben. Ah, wenn doch, du mal okay, dann hast du Glück hier gehabt. In die Ecke gucken. Ja, hier rechts. Dann funktioniert das so. Ja. Ich draußen gespawnt, ey, ich will nicht mehr. Ja, das kann jetzt, das ist die Waffenkammer. Und genauso gibt, machen wir das. Es gibt ein Schwert. Hier. Ein Schwert? Ja, klar. Alter, was? Kannst du eine Burg finden, das ist mega gut. Gegen Zombies und so. Ich muss mir die Codes aufschreiben, bevor ich die vergesse. Hey, du bist so ein Schwein, ne, Shorty? Schwein. Guck ich es auch. Hier, bleib stehen. Neue Fraktion, wait. Ich freeze dich einfach, Shorty. Hat's mir abused. Zack, das ist ein Hit. One Hit. In die Fresse. Den Code vergessen. Du bist ein Keck, Goofy, Alter. Ich ess doch schon selber den Scheiß. So, weil wenn ich verrückt werde, wirst du auch verrückt. Ich ess doch den Scheiß selbst. Pfeif mir ein ganzes rein, komm. Dann pfeife ich mir auch ein ganzes rein, roh sogar. Ja! Komm, wir machen zusammen, wir ziehen gemeinsam durch. Ja, hier spawnen Zombies. Und das ist auch gut, dann haben die auch wenigstens zu tun. Müsste ich. Boah, er hat den denn kaputt geschnitten hier? Ui! Ui! So. Guck mal, Memo! Oh, das sieht man von außen noch nicht. Die können auch in den Zellen auftauchen, ja. Schön. So, die Asservatenkammer können wir nach hier bauen. Willst du das so ein 1x1 machen? Ich würde das schon ein bisschen größer machen. Mit Waffenständern und sowas. Nee, das ist zu viel. Was du da übertreibst langsam, ne, mit deinem Dings hier. Oder? Warum ist das zu viel? Was willst du da jetzt hin haben? Du, guck mal, du willst da wieder was bauen. Nimm doch einfach hier in den Raum. Ja, für das die Asservatenkammer. Das ist auch recht. Guck hier rechts. Brauchst du auch hier keine Fenster machen. Ja. Weil dann kann man von außen sehen, okay, pass auf, hier sind Waffen drin. Ja, und dann sieht man, okay, das sind AKs, das ist die Asservatenkammer. Das ist eine gute Idee, das stimmt. Okay. Dann müssen wir nur eine Tür wieder vorne dran bauen. Genau. Knutsch. Ich hab Zaunset dahin geworfen. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, aber wenn hier eine Flagge steht, dann kann man doch gar nicht die Sachen demolieren, oder? Nö. Wie willst du dann einbrechen? Es sind links ist neben der Base eine Tür offen, die Dietrich abgeschlossen wird und hinten auch. Nee, du musst quasi, um hier einzubrechen, brauchst du erstmal einen Dietrich. Und dann musst du richtig sneaky-beaky vorgehen. Ja, hier kommt überhaupt gar keine Wand rein. Ja, aber rein. Dann können wir hier keine Tür machen, das meint der Shorty, weil das Code-Lock kannst du nicht aufbrechen. Ja, eben, die bleibt ja raus. Dann schließen wir das mit dem Dietrich ab. Nein, die Asservatenkammer wird mit dem Dietrich einfach aufgemacht. Ja, genau. Okay. Genau. Aber find den auch erstmal, ne? Ja. So, was machen wir? What's that? Boah. Die drei Räume, die Privaträume. Privaträume? Ja, für dich und deine anderen zwei. Okay, hier ist die Waffenkammer. Sehr feines Verrätung. Geht's dir gut, Bruder? Zerfrox, danke schon für den Prime im zweiten. Hier ist die und Werkstatt. Und danke für den Prime im vierten. Und Chase, danke für den Resub. Dann wir machen wir das auf Stifler, der anderen Seite, weg von den Häftlingen weg. Stifler, dann machen wir die drei Räume hier hin. Ne? Die drei. Eins. Nö, härter kann man nicht bei uns. Geht das nicht. Drei. Bruder,
Lucy, danke für den Booster beim 34. Ich muss dann in die Wände wieder machen und dann... Kann man nicht härter bei uns. Würde ich 3 Codelocks so lassen, weil dann können die Führungspersonen ihren Code ja selber festlegen. Richtig. Das ist eine gute Idee, Gefitri. Gehst mal an Seite, bitte. Warte, einen Moment. Zack. Das ist eine sehr gute Idee sogar. Wieder ein bisschen in der Wand rein. Packst hier ein Fass mit einem Codelock rein. Boah, wie heißt denn dieser Ritterhelm? Ich habe auch gerade geguckt, ich habe ihn nicht gefunden. Dugo-Helm. Boah. Mhm. Kannst bauen. Marcello, sind genug übrig. Warte, ich guck. Bauen. Für Asmodan! Ah, ich weiß jetzt, wie er heißt. Hast du ihn? Ja, ja. Ich glaube, damit überlebt man sogar einen Kopfschuss, ne? Wollen wir ausprobieren? Nein. Nicht? Ich hätte jetzt gesagt, schießt mir noch in den Kopf. Top Grüße. Gemacht. Wohin des Weges? Gut gemacht. Grüße! Aua, meine Hand! Schlaf gut, Itzandria. Curtis, meinst du, das macht so Bing, wenn ich auf deinen Kopf schieße? Ja, komm, wir testen, warte. Wir gucken. Ja, ich hab doch God-Mode an. Chill doch mal. Voll Idiot. Dann stell dich nach ganz hinten. Du sollst mir in den Kopf schießen einmal. Okay, oh. Der hält doch keinen aus. Ja. Meinst du, ich one-hitte dich mit dem Schwert, Schrödi? Hammerler, vielen lieben Dank für 5 Gifte. Ich denke schon, ja. An Exquisit THD. Oder, ja, mach mal. Oder You Get Down, Dr. Scorebot und Otto von Kessel. Büffi. Und Birgit. Ja, ich komme. Du brauchst hier, ne, Shorty? Bullet. Ja, du hast mir 34% weggenommen. Beim Heap. Gott und hier. Gibt's eine Bombe? Der Sob, Dankeschön für den Prime 6. Dankeschön für alles. Kuss, Dankeschön. Hab Munda damals durch die Mod kennengelernt. Das war so eine geile Zeit. Will ich nicht definitiv nicht missen. Munda kommt sogar hier auf den Server spielen. Der hat mir schon geschrieben, hat der auch Bock hat. Hallo, Sassi. Demba, wir brauchen in jedem Raum ein Fass mit einem Codelock. Ja, mache. Wir brauchen noch mehr machst Codelock. Machst du das? Für ein Fass mit Codelock? In den 3 Privaträume, da kommen ja Codelocks ran, aber jeder sollte ja seinen Code selber festlegen. Mach die Codelocks doch ins Zelt oder sowas. Ja, aber die. Nee, es gibt ja. Gibt es den 15 Zelte oder so? Und dann gibt's noch 3 Privaträume für die Führungsebene. Mach ich recht, Teddy. Die haben halt kein Zelt. Sollen wir nochmal neu bauen, weil die an einem Dings, das ist ein bisschen buggy. Sollen wir mal einen Ritterkampf machen? Boah, Junge! Sollen wir? Warte, hast du God-Mode an? Ich mach meinen God-Mode aus. Hast du an? Ne. Warte, ich brauch Dings. Hier? Soll ich dich hin? Nein, ich muss nicht geheilt werden. Ich brauch Energie links unten. Okay, bist du bereit? Warte. Okay. Ready? Ja. Oh. Oha, wie das aussieht. Oh, Alter. Boah, bist du am Bluten, Alter. Junge, ich hab 3 Schnitte. Shorty. Jetzt nehme ich dir den God-Mode weg. Ey.
Wie mache ich denn an das Fass ein Codelock dran? Kannst du nicht. Deshalb habe ich vorhin gefragt. Was für Fässer mit Codelock? Nein, nicht mit Code, also kein Codelock dran, sondern in das Fass ein Codelock reinlegen. Dass sie quasi das Codelock rausnehmen können und ihren Code einfach selber machen. Verstehe. Bitch. Du kannst sowas nicht auf dir sitzen lassen. Bitch. Hey, ich hab dich doch gar nicht getötet. Du hast so ein Brett bekommen, Junge, ne? Du hast mich getötet. Ich dachte, es war Goofy, Alter. Du hast so ein Brett von mir bekommen, Junge, ne? Der Curtis hat dich getötet. Hast du ein Brett bekommen, Alter? Ich dachte, Goofy kommt jetzt angerannt mit einem abgesägten, Alter. Nö. Das war ich nicht. Junge. Tschüss, Hertha, viel Spaß beim Lupken. Morgen machen wir die Zuflucht nochmal neu, ne? Wollen wir nochmal neu machen? Ja, klar. Hast du hier FPS-Probleme? Gerade ein bisschen. Das liegt aber, dass ich, denke ich, mal restarten muss. Ne, also ich habe hier gar keine. Was macht die Zuflucht? Das ist das Camp für die Zivilisten und so. Das schmeckt mir gut. Haki ist schon voll. Hat Haki geschrieben. Wegen UN-Soldat. Aber sobald er mal Platz frei wird, schreibe ich im Discord. Aber was willst du bei der Zuflucht neu machen? Willst du einen anderen Standpunkt? Ja, anderer Standpunkt. Wegen dem Teich. Ja, dann lass uns nachher mal schon mal einen coolen suchen. Ja, wir gehen da einfach den Bach runter. Ach so. Ich dachte, wenn du richtiger Freund bist, gehen wir mitten im Wald. Nee. Mitten im Wald wäre das auch fett. Das Ding ist, wir brauchen halt so irgendwie... Ja, das Angeln macht halt richtig Bock, ne? Jo. Ich mache Rebellentrupp auf. Kannst du auch. Wo ist nochmal die Asservatenkammer? Hier, ne? Weiß ich. Den ganzen Kanister jetzt aus. Na, hier ist Dings. Hier war sie. Hier, genau. Kann mal jemand den Shorty zu uns her teleportieren? Na, ich gehe raus. Ich geh jetzt pennen. Ja, nach dem Brett würde ich aber auch pennen gehen. Ja, moin! So, mit Fenster, ne, sagst du? Aber warte, ich kann mal eben zeigen. Wir machen einen Militärstützpunkt für die Soldaten, die das Airfield bespielen im RP. Okay? Das ist der Eingang. Das sind deren Zelte, so Feuerstelle, bla bla bla. Dann haben die hier eine Waffenkammer. Da drüben ist Asservatenkammer. Wenn wir als Zivilisten oder Rebellentruppe hier auf dem Airfield draufgehen und hier looten und die uns dabei erwischen da vorne, die Soldaten, weil die patrouillieren hier rum, die bespielen quasi das Airfield, dann nehmen die uns fest. Wenn wir uns nicht festnehmen lassen wollen, dann können wir hier PvP machen, aber nur auf dem Airfield. Ab dieser Mauer hier, das ganze Airfield ist umzäunt. Wer hier drüber geht, ist am Arsch. Natürlich ist überall anders, so mit triftigem Hintergrund. Also RP-Hintergrund ist ja ist PvP auch erlaubt. Ist PvP auch erlaubt, aber... Aber zum Beispiel letztes Mal, du hast ja auch ein Brett bekommen mit dem Johnny zusammen von dem einen. Genau. Ich glaube vom Blink. Als ihr in seinen Zelten wart. Das hier wird alles von den Soldaten bespielt. Das wird gut und dann das... Rein hier, eigentlich ist das nur für PvP, wenn jemand hier looten möchte. Und sagt, auch einfach... Und RP. Ich muss unterbrechen. Und ja, und auch das... Ein Zivilisten. Dann gibt es ein Zivilistencamp, das haben wir hier schon gebaut. Hier. Kann man aber nicht sehen, glaube ich, gerade. Muss ich mich hinporten. Auf jeden Fall ist das hier, porte ich mich gleich hin. Wir werden das aber verschieben, weil man merkt, ne? Hier sind FPS-Drops. Wir werden hier runtergehen, hier, glaube ich, irgendwo hin. In... Boah, ja, weiß, war Starry Sobo, oder? Ja. Achso, und das ist ja natürlich auch, dass nicht jeder mit Military-Zeug rumläuft, ne?
Aber man darf auch nicht einfach so auf die UN snipen, oder? Doch, darfst du. Ja, schwierig eigentlich. Da müssen wir Regelungen für finden. Weil nicht, dass sich Leute jetzt außerhalb von Airfield positionieren, durchgehen, die UN wegsnipen und ihre Leute einfach nur Looten schicken. Ja, da müsste das haben wir, aber ja, snipen ist eh immer so eine Sache. Beim Snipen gibt es kein RP, ne? Ja, da finden wir eine Regelung für. Das ist. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Aber hier kann PvP gemacht werden. Oh, schicki schön. Müssen wir uns noch überlegen. Hui. Was baust du jetzt noch da? Oh nein. Oh, warte, ich hier dich, warte. Ich spiel nicht mehr mit! Ich hab meins jetzt auch weggeworfen. Ich mein's aber nicht, Bitch! Ich hab Godmode. Ich nehme Godmode. Was machst du jetzt hier, Dämmer? Hier ist so die Essensfeuerstelle, ne? Ja, genau. Da kommt Brennholz rein und so ein Scheiß. Das schmeckt mir. Ich bin auch im Überlegen. Ja, ich hatte gerade noch was. Haki, stell dir das einfach so vor, du bist hier am Looten und du hast eine Sniper bei und die schreien durch das Megafon so, ne, bleib stehen und nimm die Hände hoch. Und du sagst dir, oder du denkst dir einfach nur, nö, fickt euch so, die Dose, die ich hier gefunden habe, so, die ist mein Leben wert, ich schieß lieber. Dann kannst du natürlich auf die snipen. Die rennen ja auch immer mit 4, 5 Mann, 6 Mann rum, so in einem Trupp. Waren diese Armorex jetzt drin oder nicht? Nein, das ist MVS-Gear. Könnten wir mal ganz kurz. Ich hatte gerade noch eine Idee, ja? Feuerstelle drin geht, ja. Wenn die Decke höher als 5 Meter ist. Wieso hast du dich erschossen, Gefühl? Weil ich am Kotzen war. Hier vorne ist das Zivilistencamp so, wo sich alle treffen können. Jäger, Rebellen, ist egal wer. Das ist quasi der Hotspot dann im RP, wo man weiß, okay, wenn man niemanden trifft. Und man hat irgendwie Bock, jemanden zu treffen, so kann man hier hingehen. Man tauschen. Tauschen und so, und dann sitzt vielleicht der Güffi hier und dann sagst du, yo, ey, du, hast du Lust, zusammen irgendwie Kühe jagen zu gehen oder Schweine oder so? Dann kann man von hier losziehen. Allerdings zum Beispiel auch, wenn sich jetzt hier Rebellen niedergelassen haben in dem Camp und das bekannt ist und jemand nicht aufs Airfield möchte, weil er sich nicht traut oder einfach nicht in Schwierigkeiten kommen will, dann kann der auch herkommen und den Leuten Aufträge geben, bestimmte Sachen zu beschaffen gegen entsprechender Bezahlung. Ja. Oder wenn ein Freund gefangen wurde. Aber wie man merkt, hier hat man irgendwie FPS-Drops wegen dem hässlichen Teich. Und hier ganz besonders schlimm, wo ich jetzt hingehe. Naja, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Naja, das bleibt an der Küste. Aber wir haben den Schnee ja rausgenommen und so ist jetzt leichter zu bewegen. Also das ist jetzt komplett easy hochzukommen, so, weil du nicht nach 5 Minuten erfrierst. Dann sollte das kein Problem sein. Ist halt auch was für Spieler, dann weil wir gesehen haben, dass einige nicht aus der Stadt rauskommen, weil er zu schwer ist. Weil die DayZ zum ersten Mal spielen. Dark Edge, da müssen wir mal gucken, aber ich bin dafür, dass wir alle Tiere erhöhen. Auch Wölfe und Bären. Ja. Und so. Ich hatte eine Situation, die ist leider erst einmal vorgekommen. Da habe ich war ich an einem Drop, habe Zombies weggeschossen. Dann kam aus dem Wald ein Bär angerannt, hat mich gehauen und ist wieder weggerannt. Komplett zerfetzt von den Bären, das war lustig. Irgendwie ist das scheiße hier mit der Tür von der Waffenkammer. Wieso? Weil man die nicht richtig aufkriegt, das dauert Ewigkeit. Und? Also. Wenn ich halt auch Städte bin, so, wo nur Zivilisten sind, die gar nicht so wirklich mit Waffen zu tun haben und. Boah, hier ist unsere Waffenkammer. Wieso liegt hier ein Granatenwerfer rum, Alter? Leute, ich gepennt. Gute Nacht. Gute Nacht. Und das, was der Haki sagt, stimmt übrigens nicht. Der lügt. Das habe ich nie gemacht. Fängt übrigens schon wieder an zu donnern, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, aber zum Glück nicht alle 5 Minuten. Zum Glück crasht der Server nicht mehr. Also die... Ey, ich bin tot. Ich hab grad deinen Stream im Chat geguckt, Alter, und dann seh ich im Stream wieder auf mich hinaus. Du mieser Penner. Ich dachte mir so, den kenn ich doch. Ich bin Ritter!
Mach das doch. Einfach bei Lothar nächste Stadt trinken und weiterlaufen. Ja, dann ist im Prinzip schon. Dann bist du ja schon fast oben. Ui. 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 Schwert kann man da nicht reintun. Oh Mann, ich hab so Bock, hier so richtig sneaky reinzugehen, ne? Ja, machen wir ja. Ab! 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 Was? Bitch! Du hast einen Headshot bekommen mit dem Schwert. Ja, ein Schlagring, Junge. Ich dachte, ich knock dich jetzt aus hier. Nein. Nein. Nein, nein. Ja, mal gucken, wie das funktioniert. Mods noch einstellen. Dass der Server ein bisschen performanter ist. Performante? Ich blute. Du blutest, obwohl ich dich mit dem Schlag hingehauen hab. Ich glaube, so viele werden gar nicht Rebell zocken, weil die echt neu sind und nicht ballern möchten. Aber wir werden sehen. Ich wollte dich gerade nochmal angreifen, aber ich habe gesehen, du hast Mutter, also lasse ich das. Hör euch nur euren Ritterhelm rumschwitzen. Ich würde eher zum Militär gehen. Ja, wie gesagt, wenn Plätze frei sind, schreibe ich das im Discord. Dann gibt es erstmal Bewerbungsgespräche. Viele werden sich das Airfield, wie viele werden Airfield meiden und sich woanders Militär loot besonnen, glaube ich auch. Aber ist ja nicht schlimm, dafür ist das ja gemacht. Nur wer so wirklich Bock hat auf PvP und so, dafür ist das Airfield halt dann, oder? Weil, sagen wir mal ehrlich, nach einer Zeit, wenn du dich wirklich voll gelootet hast und so, wird das halt langweilig, ne? Ja. Und vor allem wird es langweilig, wenn du dann auf der großen Map keine anderen Menschen triffst und so. Und deswegen werden wir das Militärloot in den anderen Basen runterschrauben. Wer sagt das? Der Nick. Da bin ich mal gespannt. Aber das ist doch eine gute Idee. Ich auch. Warum? Es sollte nicht jeder Militär rumlaufen. Sollen die doch Militär rumlaufen? Die kommen aber nicht mit Militär gehen ins Zivilistencamp, weil die dann aussehen wie Soldaten. Aber die werden auch viel mehr RP. Weißt du, wie ich meine? Was? Die Leute müssen ja viel mehr miteinander interagieren dann, um an vernünftiges Zeug zu kommen. Ja, das stimmt auch, was der Finn sagt, ne? Das heißt ja nicht, ja, ne, das wird schwierig. Ja, eigentlich könnte man das so machen, dass die Soldaten auf jedem Militärplatz patrouillieren können. Nicht nur, dass er fehlt. Aber dann hast du ja ganz viele PvP-Zonen, das ist dann wieder Schwachsinn. Ich würde vielleicht noch Teasy mit dazu zählen, weil das mit das Größte so noch auch noch groß ist. Müssen wir halt gucken, ist halt wieder so Konzeptsache. Aber dann brauchen wir mehr Leute. Ja, dann brauchen wir mehr Leute und mehr Plätze. Ich hau dich. Mach doch, ich beiß dich. Ich hau dich. Weißt du was? Hm? Gott, die beamen mich hoch. So. Ui, Ninjadi. Aber wir haben 2 Uhr. Baut ihr noch weiter oder lasst morgen weitermachen? Ich mach, glaube ich, noch ein paar Zelte und dann gehe ich auch. Ich bin müde. Kann ich deinen Godmod ausmachen und dir gegen den Ritterhelm kloppen? Nein, der Militärblut wird nicht angepasst. Wir handeln das einfach so, wenn die Leute nach Teasy gehen und sich da ausstatten und so. Und dann aber. Hör mal auf damit, bitte. Okay. Und dann aber ins Dings kommen. Oh, ich wollte das auch mal sehen. Oh mein Gott! Bruder, gute Nacht. Ui, ui! Alter, was? Du bist nicht richtig tot, oder? Nö, ich schläf noch. Cool, der hier liegt. Jetzt ist er tot. Auch nicht. Warte, wenn man nicht. Jetzt. Oder nicht? Junge, dieses Admin-Tool, ne, Alter. Jetzt kannst du. Okay, geht nicht. Lock dich einfach aus. Geh einfach weg. Geht zum Admin.
Hertha, die Leute wissen aber Bescheid, dass auf dem Airfield PvP gemacht wird. Und die Leute wissen auch Bescheid, dass wenn die Militärloot haben wollen, woanders Militärloot looten können. Außer auf dem Airfield. Weißt du, was ich mich aber frage? Was denn? Warum können die Zombies hier die ganze Zeit durch die Wände laufen? Weil die darüber klettern überall und so. Also, die kommen eigentlich nur da durchgelaufen. Die spawnen auch da, ne? Das wird mir zu viel. Nee, ich bin noch flink. Außerdem finde ich das gar nicht schlimm, wenn die da irgendwie reinkommen. Weil ihr seid halt permanent, ne? An einem Hotspot so. Mm. Ihr seid halt permanent in Gefahr. Auch ja, aber die laufen einfach durch Wände. Ja, da muss man gucken, vielleicht eine Mauer drum bauen. Von das innen. Schmeckt den. Ja, schauen wir mal, gucken wir mal. Das schmeckt den gut. Wie viel Satz wir das Server haben, wissen wir noch nicht. Wir gucken, wie wir die Mods einstellen und wie performant der Server ist. Und wie schwer es drauf zu kommen, momentan unmöglich. Und wenn Whitelist wieder offen ist, 300 Zeilen Bewerbung an den Nick. Das stimmt nicht. Chris, danke schon für den Prime einfinden. Habe ich vorhin schon mal gesagt, der Server ist für die Community und nicht leider für außenstehende Leute, die erst dazugekommen sind. Und dann müssen wir gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Genau, dankeschön, Oma. Infos, da gibt es im Discord unter ComServer-Channel. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir machen morgen ein bisschen weiter und gucken. Wunderschöne gute Nacht und lasst euch nicht anquatschen. Schlafen Sie alle gut. Aber die Leute, wo jetzt schon draußen sind, werden übernommen. Ja, na klar. Wie ist das gemeint? Nur für die kommen, für Leute, die schon sehr lange hier sind. Für die ist der Server gemacht und für uns. You know what I mean? Weil wir haben gemerkt, dass ganz viele, seitdem wir damit angefangen haben, aus der DayZ-Szene kommen und die wollen auch drauf. Und das geht leider nicht. Noch nicht. Tschüss, wunderschöne gute Nacht, bis morgen. Schlaft gut, lasst euch nicht anquatschen. Ist Dexus oder so da? Streamt ihr überhaupt noch? Ist der live? Ist er. Okay. Könnt ihr ein bisschen GTA-Pommes nur machen? Zugucken, wenn ihr Bock habt und seid lieb. Tudelü. Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Tschuhus. Tschuhus. Tschuhus.